Hey Leute, heute geht's mal ein bisschen anders kreativ zu. Wir schnitzen Kürbisse. Für mich ist das schon so eine kleine Tradition geworden. Seit einigen Jahren machen wir das nämlich bei uns zu Hause. Und dieses Jahr will ich euch dran teilhaben lassen. Ich zeige euch Schritt für Schritt, wie man einfache und auch etwas schwierigere Motive in die Kürbisse schnitzt. Ich habe mir dafür extra so ein fancy Kürbisschnittset für Pros besorgt. Mit einigen Werkzeugen davon habe ich sogar selbst noch nie gearbeitet. Es wird also spannend. Schauen wir mal, was so passiert. Ich zeige euch drei verschiedene Motive. Das erste wird jetzt das einfachste. Und da kann ich euch auch gut die Grundlagen der alten Kunst der Kürbisschnitzerei erklären. Für den braucht ihr auch nicht unbedingt solche lustigen Schnitzwerkzeuge. Auch wenn es damit ein bisschen besser funktioniert. Beim Kürbisschnitzen verlassen wir die zweidimensionale Fläche, die wir vom Zeichnen gewohnt sind, und arbeiten in 3D. Es ist also vergleichbar mit Modellieren, gewöhnlichem Schnitzen oder der Bildhauerei. Erfahrene SpongeBob-Gucker wissen ja, wie das läuft. Ihr müsst den Kürbis riechen. Ihr müsst den Kürbis umarmen. Ihr müsst den Kürbis auflecken. Seid wie der Kürbis. Bevor ihr den Kürbis aber ableckt oder irgendwas anderes damit anstellt, solltet ihr ihn gründlich waschen. Ihr wisst ja nicht, wo der vorher gelegen hat oder wer schon seine Kackefinger da dran hatte. Also ernsthaft, wenn ihr den Kürbis nicht wascht und mit dem Messer hineinschneidet, dann transportiert ihr den ganzen Dreck von der Schale schön ins Innere. Mit Lebensmitteln sollte man einfach hygienisch umgehen. Und wir wollen den Kürbis später noch zur Kürbissuppe verarbeiten. Wie das geht, zeige ich euch übrigens auch gleich. Da Kürbisse alle eine andere Form haben, können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Da sind wir nämlich wieder bei SpongeBob und dem Fühle-den-Kürbis-Gespräch. Ich schaue mir ganz gerne an, welche Form der Kürbis hat und was man dort reinarbeiten kann. Manche Kürbisse sind breiter und eignen sich dann beispielsweise super für ein breites Grinsen. Andere sind länglicher, so wie der hier. Da können wir dann schön diesen weit aufgerissenen Mund reinarbeiten. Ich nutze also die natürliche Form des Kürbisses, um die Mimik des Gesichts zu unterstreichen. Der Kürbis hier in der Mitte zum Beispiel ist besonders ausdrucksstark. Normalerweise zeichne ich die Fratze direkt auf den Kürbis. Wenn euch das aber zu schwer fällt, könnt ihr das Kürbisgesicht auch einfach auf einem Blatt vorskizzieren und die einzelnen Elemente ausschneiden. Man hat dann quasi eine Schablone und kann die Größe besser einschätzen. Haltet die Augen und den Mund einfach an den Kürbis und prüft, ob das so hinkommt oder ob ihr eventuell noch was größer oder kleiner zeichnen müsst. Ich habe euch die Schablone hier auch nochmal zum Download in die Videobeschreibung gepackt. Nett von mir, oder? Sowas mache ich manchmal. Ganz einfach so. Wenn ihr jetzt den Abo-Knopf drückt, dann verpasst ihr auch in Zukunft keines meiner Videos mehr und bekommt auch immer mit, wenn ich euch mit solchen Schablonen und Ähnlichem versorge. Jetzt geht's ans Eingemachte. Also wirklich, denn der Kopf muss aufgemacht werden. Und der Kürbis wird ausgehöhlt. Zeichnet euch dafür am besten einen Kreis auf der Oberseite des Kürbisses ein. Mit wasserlöslichen Markern geht's ganz gut. Die kann man später auch wieder wegwischen und es gibt sogar welche, die lebensmittelecht sind. Der Kreis muss groß genug sein, dass ihr eure Hand bequem in den Kürbis bekommt. Aber auch nicht zu groß. Ich habe vor ein paar Jahren gemerkt, dass man mit normalen Haushaltsmessern beim Kürbis nicht besonders weit kommt. Die kann man zwar auch benutzen, aber das Resultat wird meistens recht grob und man kommt nicht so gut durch die harte Schale durch. Deswegen benutze ich schon länger solche kleinen Sägewerkzeuge. Die sind viel präziser zu führen und die Gefahr abzurutschen und sich zu schneiden ist nicht so hoch. Schneidet bzw. sägt also an dem vorher aufgemalten Kreis entlang und nehmt den Deckel ab. Das ganz glibberige Zeug und die Kerne müssen jetzt erstmal raus. Die Kerne aber nicht wegwerfen, die kann man auch kreativ nutzen oder man röstet sie und kann sie dann knabbern. Um den Kürbis auszuhöhlen, kann man hier diese Spezialtools nehmen. Aber wisst ihr was? Ein stabiler, einfacher Löffel tut's auch. Das schwabbelige Zeug muss komplett raus. Das schimmelt euch nämlich als allererstes weg. Und dann ist der Kürbis an Halloween schon in Alterstod gestorben. Wenn die ganzen Fäden raus sind, könnt ihr mit dem Löffel an der Innenwand des Kürbisses entlangkratzen und so die Wand Stück für Stück dünner machen. Bei so einfachen Motiven brauchen wir nämlich keine sonderlich dicke Wand. Das Fruchtfleisch packe ich dann in eine Extraschüssel, damit wir es später kochen können. Bearbeitet die Wand gleichmäßig von allen Seiten, bis sie dünn genug ist. Nicht zu dünn. Zu dünn. Dürüm. Sorry.
Nicht zu dünn machen, sonst geht der Kürbis kaputt. 2-3 Zentimeter Dicke sind völlig okay. Wenn ihr dann fertig seid, beginnt die Magie. Ihr könnt eure Skizze jetzt entweder frei Hand auf den Kürbis übertragen oder ihr haltet die Schablone an und markiert euch die nötigen Anhaltspunkte mit einer solchen Ahle. Das ist ein bisschen wie beim Prickeln im Kindergarten. Stecht damit aber nicht voll durch die Wand durch, sondern bepiekst nur leicht die Oberfläche. Ein Zahnstocher oder ähnliches tut's hier übrigens auch, bricht aber natürlich schneller ab. Damit euch die Schablone nicht ständig verrutscht, klebt sie ruhig mit ein bisschen Klebeband fest. Wenn ihr die Konturen der Skizze übertragen habt, geht's ans Ausschneiden. Wichtig ist hier, dass ihr wirklich nur die Teile wegschneidet, die später nicht mehr im Kürbis sein sollen. Also lasst vor allem die Zähne stehen. Es ist ratzfatz passiert, dass man so einen Zahn in Gedanken einfach absäbelt. Wie beim Deckel benutze ich dafür auch wieder so ein Sägemesserchen. Einfach Stück für Stück an der Kontur entlang und raus damit. Ihr könnt auch in Etappen arbeiten und müsst die Kontur nicht an einem Stück raussägen. Die Teile, die raus sollen, können ruhig zerschnitten werden. So könnt ihr auch unangenehme Richtungswechsel umgehen. Ich arbeite mich zum Beispiel bis zur Zahnspitze und schneide dann geradeaus weiter runter. Wenn der Teil dann raus ist, ist es viel einfacher, wieder erneut am Zahn anzusetzen und in die andere Richtung zu schneiden. Sollte das nicht möglich sein, wie an der Spitze der Augen, dann müsst ihr das Messer an den Eckpunkten beim Richtungswechsel einfach jedes Mal komplett rausziehen und wieder neu ansetzen. Ist aber eigentlich auch kein Problem. Mir ist beim Schnitzen aufgefallen, dass sich die ausgeschnittenen Augen super als Fledermausohren missbrauchen lassen. Einfach Zahnstocher rein und am Zahnstocher pieksen. Super. War ja irgendwie klar, ich hantiere mit scharfen Messern rum und verletze mich am Zahnstocher. So, das war easy. Kürbis Nummer 1 ist fertig. Ich bin schon gespannt, wie der später mit Beleuchtung aussieht. Wir haben jetzt schon einiges an essbarem Inhalt gesammelt. Ich mag es ja überhaupt nicht, Lebensmittel wegzuwerfen. Und solche Halloween-Kürbisse sind in der Regel essbar. Informiert euch aber bitte vorher, ob euer Kürbis wirklich essbar ist. Es gibt auch Zierkürbisse, die ungenießbar bis giftig sind. Aus diesem ganzen Konfetti hier kann man super Kürbissuppe machen. Hier kommt mal in aller Kürze mein Spezialrezept dafür. Ihr braucht ein paar Zwiebeln und Kartoffeln. Dazu kommt frischer Ingwer, Knoblauch, Rosmarin und Petersilie. Wenn ihr es scharf mögt, auch noch eine Chilischote. Das müsst ihr dann alles klein schneiden oder auch in der Küchenmaschine häckseln. Ist komplett egal, wird eh gleich püriert und muss nicht hübsch aussehen. Gebt dann ein bisschen Olivenöl in einen großen Topf und bratet dann alles zusammen mit dem Kürbisfruchtfleisch an. Ihr könnt auch noch ein bisschen Speck dazugeben, wenn ihr mögt. Für mich sind Tiere allerdings Freunde und kein Futter. Wenn ihr also Vegetarier oder Veganer seid, hier mein Geheimtipp. Geräuchertes Paprikapulver. Wenn ihr das mit andünstet, schmeckt's nachher richtig geil. Nach ein paar Minuten anbraten, gebt ihr ein bisschen Salz, Pfeffer und Muskat dazu und gießt das Ganze dann ordentlich mit Wasser auf. Lasst alles schön aufkochen und dann bei mittlerer Hitze ungefähr eine Stunde köcheln. Wenn die Stunde rum und das Gemüse weich ist, nehmt ihr den Pürierstab und dann mix it, baby! Am Schluss nochmal mit Pfeffer und Salz nach Belieben abschmecken und fertig! Nach diesem kleinen Kochintermezzo kommen wir zu Kürbis Nummer 2. Der ist schon ein bisschen fortgeschrittener, aber immer noch einfach hinzubekommen. Ich möchte gerne eine Schleiereule aus diesem Kürbis machen. Und da kommen dann auch gleich die Kerne zum Einsatz, die wir eben aufgehoben haben. Ich habe da übrigens den Glibber abgewaschen, sie mit Salz bestreut und dann für eine gute Dreiviertelstunde im Backofen bei 65 Grad getrocknet. Zuerst schneide ich wieder mit dem Sägewerkzeug den Deckel auf. Diesmal passe ich die Öffnung aber der Gesichtsform der Eule an. Deshalb lasse ich sie auf Stirnhöhe spitz zulaufen. Fürs Aushöhlen habe ich jetzt mal den Extra-Löffel aus meinem Set benutzt. Der funktioniert sogar noch besser als der normale Löffel. Die großen Werkzeuge in meinem Schnittset haben alle so einen gummiartigen Griff. Dadurch liegen sie gut in der Hand und rutschen nicht so schnell weg. Nach dem Aushöhlen zeichne ich mit der Ahle Augen und Schnabel ein, sowie die herzförmige Gesichtskontur. Mit der Ahle kann man nämlich nicht nur punktieren, sondern auch präzise Linien einritzen. Dann müssen wieder wie beim ersten Kürbis Augen und Schnabel raus. Und dann geht's ans erste neue Werkzeug. Mit dem hier. Und ich habe keine Ahnung, wie dieses Schnitzdings heißt. Also nenne ich es jetzt einfach mal Heinz. Mit Heinz kann man super die Schale oberflächlich abtragen. Also schnitze ich damit die herzförmige Gesichtskontur ein. Wenn ihr solche Schnitzwerkzeuge und Messer hier nutzt, dann passt bitte auf eure Finger auf. Die Teile sind nämlich echt sauscharf. Sagt ihr, die so blöd war, sich am Zahnstocher zu pieksen. Heinz
Heinz schneidet so coole einzelne Streifen aus dem Kürbis, die nebeneinander wie skizzenhafte Federn wirken. Die Federn laufen einmal kreisförmig um die Augen und dann nochmal bogenförmig zum Schnabel und zur Gesichtsmitte hin. Außerdem verschönere ich die Kontur, indem ich mit kleinen Schnitten einen Federkranz andeute. Mit diesem kleinen gebogenen Messerchen schneide ich noch den überschüssigen Kürbisdreck weg, um das Gesamtbild sauberer aussehen zu lassen. Soll ja später alles schön leuchten. Heinz hatte Bock auf Überstunden, deswegen habe ich noch ein paar extra Federn in die Seiten reingeritzt. Schleiereulen haben ja auch so Punkte und Flecken im Federkleid. Mit der Aale habe ich dann noch ein paar Punkte reingepiekst, damit die extra Federn auch extra hübsch leuchten. Kommen wir jetzt zum Kerngeschäft. Also, weil wir jetzt Kerne aufkleben. Ich habe eine Menge Kernkompetenz. Kernkraft sei Dank kann ich das Gesicht der Eule noch ein bisschen verschönern. Mit Heißkleber klebe ich an der Herzkontur die Kürbissamen fest. Der Heißkleber trocknet aber relativ schnell weg, also ist Beeilung angesagt. Oh, Stress! Die Eule wird's mir aber danken, so hübsch wie sie nachher ist. Kerngeschehen. Für den dritten Kürbis habe ich mir was Besonderes überlegt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber für mein 1000-Abo-Special mache ich eine Draw oder Do This in Your Style Challenge, bei der ihr dieses Bild in eurem Stil nachzeichnen sollt. Könnt, dürft, wollt. Ihr wisst schon, was ich meine. Oder nachbasteln oder nachmodellieren oder nachnähen oder nachbacken. Ihr merkt schon, es gibt keine Grenzen. Also tobt euch kreativ aus und schickt ein Foto von eurem fertigen Werk an meine E-Mail-Adresse. Eure fertigen Werke stelle ich dann alle in einem Video vor. Alle Infos dazu findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Die ersten Einsendungen sind auch schon eingetrodelt. Das wird stark. Ich freue mich so richtig drauf. Eine kreative Idee wäre zum Beispiel, das Gesicht auf einen Kürbis zu packen. Und genau das versuche ich jetzt. Ich bin heute etwas faul unterwegs, also habe ich mir das Gesicht vergrößert, ausgedruckt und auf den Kürbis geprickelt. Okay, und hier beginnt schon der erste Struggle. Möchte ich die dunklen Stellen vom Bild auch beim Kürbis dunkel lassen? Oder sollen die am Ende leuchten? Ich schneide einfach mal die Augen aus und stoße auch schon direkt auf die erste Schwierigkeit. Die feine Kontur hier am Auge soll ja schließlich stehen bleiben. Also heißt es Obacht, damit ich die nicht aus Versehen abschneide. Hier arbeite ich vorsichtig mit der Säge und dem feinen Messerchen. Die Punkte über den Augen, die die Wimpern darstellen, versuche ich mit der Aale durchzustechen, aber die ist zu dick und ich laufe Gefahr, das Auge abzureißen. Also schnappe ich mir einen Schaschlikspieß und mache die Punkte halt kleiner. Den inneren Teil der Nase schneide ich mit einem Messerchen aus und für die Fläche kommt wieder der Heinz zum Einsatz. Die längeren Wimpern an der Seite habe ich mit diesem Mini-Neandertaler-Speer gemacht. Apropos Neandertaler. Beim Blütenkranz um die Augen habe ich mich angestellt wie der erste Mensch. Ich dachte, ich probiere mal dieses fancy Captain Hook Katzenkrallenteil, aber irgendwie habe ich nicht so den Plan, wie das funzen soll. Und bevor mein Kürbis nachher aussieht wie Freddy Krüger, nehme ich doch lieber wieder den guten alten Heinz. Heinz ist aber auch eher so der Grobmotoriker. Ja. Was haben wir denn hier noch alles so im Angebot? Das Diamantending sieht doch vielversprechend aus. Und siehe da, nach 4-5 Versuchen habe ich dann auch mal gecheckt, wie das Teil das macht, was ich von ihm will. Damit schnitze ich auch die Blume auf der Stirn und steche ein paar Löcher rein, damit auch die später hübsch leuchten. Bei der Augenbrauenwulst und den Augenhöhlen bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich die mit dem Heinz andeuten oder lieber unbearbeitet stehen lassen soll. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Jupp, ich hätte es stehen lassen sollen. Für den Mund nehme ich wieder die Säge und das Messerchen. So, und dann kommt die Wahrheit ans Licht. Wir lassen die Kürbisse leuchten. Beim Surfen im Netz stößt man manchmal auf den Tipp, dass man den Kürbis mit Haarspray versiegeln kann, damit er nicht so schnell verdirbt. Prinzipiell stimmt das wahrscheinlich auch. Aber ich mache es nicht, weil ich echte Kerzen reinpacken möchte. Und Feuer und Haarspray. Keine allzu gute Idee. Also ihr wisst Bescheid. Mit Feuer verantwortungsvoll umgehen oder einfach LED-Lichter benutzen. Dann fackelt ihr auch nicht aus Versehen die komplette Bude ab. Und hier sind sie. Ich muss sagen, am besten gefällt mir tatsächlich die Eule. Und der Halloween-mäßigste ist einfach die Fledermausfratze. Gerade wenn er leuchtet, sieht er richtig schön spooky aus. Ja, und mein Sugar-Skull-Motiv. Mäh. Da habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen mehr von mir erwartet. Aber hey, vielleicht könnt ihr das ja besser machen. Denkt an die Do This in Your Style Challenge.
Ich freue mich schon auf eure Einsendungen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, hier oben links gibt's noch ein Zeichentutorial und die rechte Ecke wird kernsaniert. Ciao und bis bald!